entsteht. Ja, genau, du sagst es. Im Prinzip, du beschleunigst den letzten Teil von der Gassler. Er wird auch Schmiss genannt, auf Müllwaschall. Passiert natürlich durch das, dass die Gassler selber flexibel ist und der Strich nach vorn hin immer dünner wird. Durch das schaffst du das. Und durch die Bewegung der Hand natürlich auch, gell? Das ist schon ganz schön kräftezehrend. Es wird an der Beine kalt. Das ist auf alle Fälle. Das denke ich mir dabei. Und durch das Hin und Her entsteht dieser Klang dann, gell? Genau, ich meine, das ist oft, dass du einen Schlagrhythmus überlegst zu gewissen Musikstücken und durch das bringst du oft einen interessanten Klang zusammen. Es ist so schwer, dass überhaupt, dass man es hört und natürlich dann auch im Rhythmus, dass das funktioniert, da muss man lang trainieren, gell? Ja, es ist nicht umsonst. Wir sind jetzt das 12. Jahr, dass wir als Gassenschnalzer unterwegs sind. Und sagen wir so, es braucht einmal mindestens ein halbes Jahr, bis du das erste Mal aus der Halle raustraust, dass du irgendwo was aufführst. Das kann ich mir vorstellen, dafür gibt es auch nicht gar so viele Gassenschnalzer-Gruppen in der Steiermark. So, jetzt weiche ich wieder aus. Jetzt kommt der nächste, der Fuhrmannsplatter. Es ist die Amboss-Polka. Ja, natürlich ist das.